Herr Herrmann, Fastenpredigt heute besonders zapfig. Ja, schon, war mal was Neues, das Allgäuer Mund zu hören, aber war in Ordnung, war lebendig, war manche Stellen scharf, aber insgesamt schon das Fett auf an alle gerecht verteilt. Gab es eine Stelle, die Sie persönlich vielleicht irgendwie getroffen hat, was die CSU betrifft? Ja gut, er hat erklärt, dass ich den Dietmar Bartsch von den Linken eifrigst kenne und andere auch. Also was wir da tun, das hat schon alles, ist schon alles in Ordnung so. Aber es ist in Ordnung, wenn er sowas aufspießt. Und dass wir halt in einer Art Leute, die auf Dauer nicht in unserem Land bleiben dürfen, auch abschieben müssen. Das gehört auch leider dazu. Nicht so, dass mir das Spaß macht, aber es ist notwendig. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn er sowas hier auch aus seiner Sicht aufspießt. Das ist sein gutes Recht und ich konnte damit leben. Das Singspiel, wie fanden Sie das heuer? Ja, also mal wirklich was völlig anderes nochmal. Es sind, denke ich, einige schon sehr treffend auch dargestellt worden, wie sie so agieren, wie sie unterwegs sind und so weiter. Also war lustig anzuschauen. Das Dusel, fanden Sie das passend? Ja, ich glaube schon, weil das gehört ja dazu. Das ist in der Tat nicht nur beim FC Bayern so. Für das Spiel gegen Lissabon hoffen wir wieder auf das Bayern-Dusel. Aber in der Politik ist natürlich manchmal auch so, dass man Glück haben muss, der entscheidende richtige Moment, in dem man dann gerade zur Stelle sein muss. Ja, das spielt schon eine Rolle. Und dass da jetzt alle Parteien um dieses Dusel kämpfen, das war nett anzuschauen. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön, Ihnen auch. Ja.